Wie sieht das aus? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank auf der PlayStation 4. Und ich richte meine Kamera aus und es geht weiter. So, wir waren hier mit Ratchet jetzt unterwegs. Mit der Holo-Verkleidung im Schlepptau. Nein, mit der Holo-Verkleidung auf jeden Fall. Wir müssen ja zum... Wie heißt er jetzt? Warte, wie heißt er? Schwerkraftstabilisator. Ich wollte jetzt nichts Verkehrtes sagen. Zum Schwerkraftstabilisator wollen wir ja. Und ja, das werden wir in diesem Part auf jeden Fall auch schaffen. Da gehe ich doch mal ganz stark von aus. So, ich überlege gerade, wo wir jetzt lang müssen. Von wo sind wir denn gekommen? Von da sind wir gekommen. Ich hänge da so ein bisschen ab. Ich muss da oben hoch. Das heißt, ich müsste hier hoch. Genau. Müssen wir hier jetzt ein bisschen uns entlang hangeln. Zack. So. Hier müssen wir auch wieder aufpassen. Denn wir können uns jetzt ja noch nicht unsere Holo-Verkleidung anziehen. Das heißt, wir müssen jetzt kurz, obwohl der ist ja jetzt weit genug weg. Und ich würde mal sagen, wir nehmen die Kreisklinge jetzt einfach mal. Komm, mach weg. Genau. Sehr schön. Sammeln wir hier die Holz noch schnell mal ein. So. Sehr schön. Und ich würde mal sagen, wir ziehen uns wieder um. Und weiter geht's. Ich bin's nur, Captain Quark. Alles gut. So. Ah ja. Ihr habt doch hier auch einen Schalter, ja. Wusste ich. So. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich die, besonders den hier vorne, schnell ausgeschaltet bekomme. Den. Ja, ich nehme mal hier den Rausschmeißer wieder, weil der ist wirklich Gold wert. Zack. Weil zu dem Schalter hier darf keiner durchkommen. Das wäre doch recht fatal, wenn hier jemand durchkommen würde. So, da vorne kommt noch einer. So, für dich. Sehr schön. Alle ausgeschaltet. Ich kann eigentlich demnächst auch mal meinen Todeshandschuh mal einsetzen. Aber ich denke mal, hier muss das so schnell gehen. Da würde der nicht wirklich viel Sinn machen. So. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, vorne sind Kisten. Hier sind auch noch Kisten. Aber ich glaube, da vorne geht das nämlich schon weiter. Ja. Gut. Wollen wir mal. So, alles aufgesammelt. Und weiter geht's. Sehr schön. Auch ein bisschen Munition wieder. Oh, ich ziehe mich mal um. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mich umziehen. Trainierte Bauchmuskeln erkannt. Hallo, guten Tag. Ich bin's nur, Captain Quark. So, jetzt würde ich gerne... Ach ja, hier zum roten Schalter muss ich hin. Und jetzt nehme ich... Ihn würde ich immer gerne mit dem erstmal platt machen. Dann habe ich nämlich ein bisschen Zeit, um den Rausschmeißer nämlich zu werfen, weil der braucht er doch ein bisschen, bis der wirklich auslöst. Zack. Und kriegst auch noch einen. Gut, dass ich eben noch so viel Munition noch gekriegt habe. So, das ist jetzt mein letzter. Sehr schön. Oh, das war's auch schon. Ja, dann hat das ja ganz genau ausgereicht. Ja, das hat ja genau gereicht.
finde ich doch schön. So, hier schon mal alles einsammeln. Weiter will ich noch nicht. Ich will erstmal die ganzen Bolts einsammeln. So, ich denke mal, von hier sind wir gerade gekommen. Oh, hier ist noch Munition und noch eine Kiste. So, ich würde mal sagen, weiter geht's. So, ich zieh mich mal um. Identifikation erfolgreich. Willkommen, Captain. Ja, hallo. So, jetzt drehst du mir den Rücken zu. Ja, hätte ich auch noch weiter springen können. Na gut. Ich frage mich ja auch, ob ihm das nicht stutzig vorkommt, wenn Captain Quark immer näher kommt, immer wenn er sich umdreht, dass er ein Stück näher steht. Aber ich winke ihm erstmal zu. Hallo. So. Jetzt warte ich, bis er sich umgedreht hat. Dann. Sehr schön. So, ziehe ich ihn wieder um. Identifikation erfolgreich. Willkommen, Captain. Ja, hallo. So. Sehr schön. Oh, oh, oh. Oh Gott, ich muss Gas geben. Ich muss Gas geben. Jetzt wäre ich hier gleich gebrutzelt. Das wäre vielleicht nicht so gut. Oh, war eng, aber es geht. So, jetzt los. Lauf, 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 lauf. So, sehr schön. Sind wir schon mal hier. Mach mit denen hier mal schnell mal fertig. Oder wir schubsen ihn einfach runter. So, da kommen wir nicht durch. Wir müssen jetzt hier lang. Gadgetron-Händler. Zack. Einmal nachgekauft. Die Frage ist, ob wir uns noch eine Waffe holen wollen. Schaffinator. Das Geld hätten wir locker. Boah, komm. Kaufen wir uns einfach mal, ne? Gut, nein. Ich wollte jetzt eigentlich mich umziehen. Hallo, guten Tag. Beachtet mich gar nicht. Ich bin nur Captain Quark. So. So, hier müssen wir gleich wieder hacken. Aber es wird hier, glaube ich, ganz lustig, weil der jetzt hier direkt bei mir steht. Das ist dann natürlich nicht so schön. So. Weil hier kommen, glaube ich, sehr viele Gegner. So, hier muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass hier keiner mir hier zu nahe kommt. So. Na, da hinten kommt noch jemand. Da. Nimm das. So. Na, kommen noch mehr. Ein bisschen können die ruhig näher kommen, aber nicht zu sehr. So, haben wir es? Nein. Hundis kommen noch. Ja, okay, die Hundis, die werden wohl nicht heraufdrücken können, oder? Hoffe ich mal. Aua. So, hinten sind noch ein paar größere Gegner. Nehme ich hier meinen Aggressor. Zack. Da hinten kommt noch einer. Ja, schieß einfach mal vorbei, ist in Ordnung. Ah ne, ich habe ja sogar relativ viel Munition. Irgendeiner ist hier noch. Sonst wäre Schalter schon weg. Ja, guck mal, da kommt auch einer. Oh, guck mal, Stufe 4 für den Aggressor. Es macht auf jeden Fall Sinn, den Aggressor noch richtig noch aufzuleveln. Oh Gott, den habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, das war der letzte. Gut, dann kann ich jetzt erstmal hier alles einsammeln. Den hätte ich ja wirklich beinahe übersehen. Der war ja fast beim Schalter. So, ja, dann sammeln wir alles ein hier. Immer alles her damit. Was habe ich denn da rausgekriegt aus den Munitionsboxen hier? Munition, die ich überhaupt nicht brauche.
So, jetzt müssen wir mal eine Runde hacken. Das Terminal müsste den Standort des Schwerkraftstabilisators enthalten. So, wollen wir mal gucken. So, ja, okay. Was machen wir denn das? Mal so. Okay. So, hier rein. Oh, das sieht doch gut aus. Nein, sieht doof aus. Machen wir das alles nochmal. So, die Frage ist ja, ich fange außen an. Ich setze den dahin. Den setze ich dahin. Oh, das könnte gut. Das wäre entweder kommt der dahin oder hier hinein. Dahin. Nein, ist auch verkehrt. Gut, dann vergessen wir das wieder. Dann kommt der auf jeden Fall hier hin. Wahrscheinlich immer noch verkehrt, aber egal. Nein, das kann auch nicht angehen. Nein, also ja. So, ich fange den an. So, da kann jemand blockieren. Mach ja so. Dann würde ich ihn aber blockieren, aber es ist kein Ding. Weil dann kann ich. Nein, vergiss das, das funktioniert nicht. So funktioniert das. Und er kann da rein, theoretisch. Ja, nein, schade. Ich werde euch das jetzt etwas beschleunigen, denke ich mal. Also die waren schon mal zu, oder? Irgendwas war ja immer verkehrt. Nein, nein. Ja, kann, nein, das will ich hier. Jetzt bin ich verrückt. So. Abwarten. Okay, direkt. Okay. Okay. Ja, okay, ich glaube, jetzt habe ich's. Oder? Nein. Ja. Okay. Heißt jetzt nein. Mach ich so, mach ich so. Mach ich den. Mach das woanders hin. Wow. Okay, das kann jetzt eine Weile dauern. Zack, zack. So. Ich fange mit der Mitte tatsächlich an. Mach das so. Mach ich mal. So. So. Ja. Okay. Herausforderung auf jeden Fall. Das sieht ganz gut aus. Oh, das sieht auch gut aus. Und nein! Das heißt, dass der soll vielleicht dahin. Nein, auch nicht. Aber er ist irgendwie absolut verkehrt. Der müsste so. Müsste der auch nicht so. Das ist doch doof. Ah ja, der muss hier auch noch drehen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht doof aus. Mist. Frage wäre ja. Den muss ich eigentlich woanders hinkriegen. So, dann, nein. So, mal so. Nein, so geht das schon mal überhaupt nicht. So geht das mal so, so. Ja, okay, so geht das schon mal überhaupt nicht. So, wo muss er eigentlich hin? Da kann er nicht hin. Er könnte da hin. So, könnte er. Dann er könnte nicht dahin, er könnte dahin. Er könnte dahin. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, dann müsste das jetzt funktionieren. Genau. Sehr schön. Ich hab's. Sieht aus, als wäre der Schwerkraftstabilisator im Kern des Schiffs. Warnung. Nicht autorisierte Holo-Verkleidung erkannt. Oh oh, die Holo-Verkleidung kann sie wohl nicht mehr täuschen. Sowas. Dann müssen wir uns halt durchkämpfen. Aber kein Problem. So. Noch kommt aber zum Glück keiner. Oha, so. Sehr schön. So, ich schwinge mich jetzt hier erstmal rüber. Sehr schön. So, jetzt flüchten wir hier schnell. Müssen wir hier doch relativ zügig flüchten. Deplanetisierung fällt die gesamte Kommunikation aus. Das heißt, bis auf weiteres keine Anrufe, SMS oder Nachricht. Zack. So. Das Gute ist, die roten Schalter sind jetzt schon alle deaktiviert. Das heißt, die können sie jetzt nicht mehr benutzen. Das heißt, ich habe jetzt einfach nur noch die Gegner zu besiegen. Aua, oh Gott. So, mach die mal vom Acker hier. Du auch. Ihr alle auch. So, ich würde eigentlich gerne den Aggressor noch ein bisschen weiterentwickeln, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Ich will mal hier einen Todeshandschuh mal nehmen hier. Da, viel Spaß. So. Das sind eben halt solche kleinen Viecher, die laufen dann zum Gegner und explodieren dann. Das ist eigentlich ganz lustig. So. Aber im Moment. Na? Nö, machen nicht viel. Na gut, sind halt auch noch auf Level 1. So. Sehr schön.
Aber ihr macht da wohl wirklich hier Pause, wa? So was. So. Oh. Hier sind noch Gegner. Boah, ich gehe einfach mal weiter. Oh, hier. Hunde wieder. So, jetzt können wir die vielleicht mal ausprobieren. Ja, okay, die sind auch nicht sehr stark. Nehmen wir mal den Verpixler. So. Ah, es geht, ne? Es geht. Mit der Stärke vom Verpixler. Ich finde die Waffe halt recht lustig. Oh, neue Karte. Wir haben ja eben auch schon die ganze Zeit ganz viele Karten bekommen. Satz vervollständigt. Oh, wie einen vollständigen Satz. Die Menge an Raritanium, die du verdienst, erhöht sich um 5%. Sehr schön. So, wie viele Doppelte haben wir? 6 Stück. Da können wir fast schon wieder eine neue uns holen. Mal sehen, ob wir noch... Ah, hier. Nehmen wir das hier. Die Anzahl der Bowls, die du verdienst, erhöht sich um 5%. Sehr schön. Sehr schön. Können wir weitermachen. Ohohoho. So, da. Nimm das und das. So, aber ich würde jetzt, ja, okay. Das ist alles relativ leer. Scharfinator will ich nicht. Ich möchte haben den rausschmeißen. Da. Sehr schön. Wie gesagt, der ist Gold wert. Ah, seht euch das an. Was für eine Reichweite ich mit dem Ding habe. So. Euch mache ich damit auch schnell noch fertig. So, ich auch. Ohohohoho. Oh, wieder eine neue Karte. Schauen wir doch glatt mal rein. Okay, alles klar. Alles klar, weiter geht's. Aua. Sehr schön. Oh Gott. Ja, ich würde doch gerne hier meine Kreisklinge auch noch ein bisschen weiterentwickeln, wenn ich das kann. So, was nehme ich denn mal? Scharfinator. Dann verwandle ich die in süße Schafe. Und dich auch. Und dich auch. So. Kann man sich seine Schafarmee aufbauen. So. Hier war doch irgendwo noch ein Gegner. Irgendeiner hatte doch nach mir geschossen da oben. Ah, die sind zu weit weg, glaube ich. Da komme ich gleich erst hin. Okay, gut. Da sind die nächsten Gegner. Na, komm, scharf, 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 scharf. Du auch noch. Boah. Komm. Scharf. Wie sieht das aus? Hier sind echt die Schafe los, ich sag's euch. So. Aber, Aggressor haben wir wieder, 3 Stück. Finde ich sehr gut. So, erstmal hier einmal drehen. Brücke einmal ausfahren. An alle Mitarbeiter. In der Besenkammer auf Deck 7 wurde eine Gedenkstätte für Viktor von Ion eingerichtet. Erweist einem gefallenen Mitglied des Teams euren Respekt. 5 Bolts Eintritt. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zack, zack und zack. So, ich will zusehen, dass ich vielleicht mit dem Aggressor noch auf Stufe 5 komme.
Hä? Hä? Wo ist denn der Gegner? Hä? Ach da, sag das doch. Sehr schön. So, maximale Gesundheit gesteigert. Aber wo sind denn die ganzen... Hallo? Da oben sind die alle. So, was ist denn jetzt nun mit meiner Brücke? Ah, nee, ich muss hier lang, ne? Nee, ich muss hier lang. Moment, ich muss mal kurz auf die Map gucken. Nee, hier und dann geradeaus. Beziehungsweise ich muss die da oben noch platt machen. Ja, mach ich. Mach ich. Aua. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir nehmen. Mr. Zirkon auf jeden Fall. Und, ja, hier haben wir ein bisschen aufgemotzt hier. Oh nein! Ah! Oh mein Gott! Ich spring einfach mal ins Nichts. Ja, okay. Kannst nichts machen. Sind die blöden Gegner hier alle wieder, ne? Oh, ne. So, pass auf. Naja, kann ich den Aggressor noch ein bisschen aufleveln. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Oh Gott, ich habe nichts mehr. So, du kriegst auch noch was. Oh, jetzt kommen die ganzen Hündchen hier wieder. Die ganzen Hundis kommen jetzt hier wieder. Okay, Moment. Nein, Moment. Ich muss mal gucken, was ich jetzt hier nehme. Eben hat mir das ja nicht so viel Glück gebracht, aber mal schauen. Oh, toll. Genau dagegen geschossen. Das ist natürlich echt... blöde. Na, die treffen auch noch nicht mal. Okay, vergessen wir die Dinge. Mr. Zirkon. Rausschmeißer habe ich. Sehr gut. Kann ich denn hier rüber? Mal so eine Frage. Ja, natürlich kann ich da rüber. Hm, okay. Gut. Da. Nein. Ihr trefft mich jetzt nicht. Da, ich treffe euch. Die Luft ist rein. Begebt euch. Ah, schön. Wir gehen hier draußen in Position. Passt da drin auf euch auf. Ja, versucht nicht zu sterben. Danke für die Aufmunterung, Brax. Ah. Und ich sehe auch schon, der Part ist auch schon wieder bald zu Ende. Aber mache ich sonst jetzt einen etwas längeren Part. Wobei, wir können hier zum Hangar uns wieder teleportieren. Das heißt, ich würde hier... Ja, Mr. Zirkon, du kriegst heute auch nichts mehr zu tun, denn ich würde den Part jetzt hier gerne beenden, denn ich habe schon gesehen, ich habe etwas überzogen mal wieder. Aber wir nähern uns mit großen Schritten dem Finale und ja, dann würde ich mal sagen, geht das aber beim nächsten Mal an dieser Stelle hier weiter, wenn es weitergeht mit Ratchet & Clank auf der PlayStation 4. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Tschüss.